beim Fliegen. Ja. Wir dürfen hier keine schlechten Wörter sagen und dürfen auch keine Schleichwerbung machen. Das haben wir vorhin schon mal festgestellt. Was? Ich bin ja auch ganz lieb. Also ich passe auf. Keine Sorge. Das sag ich. Ja, das ist so, ich weiß. So, so, der erste Prototyp meiner Behausung steht. Geil. Ich könnte. Hat bestimmt 4 Wände, oder? Jo. So ungefähr, so unregelmäßig. Oh, erstmal aus Erde quasi. Und Ete. Guck mal, Ete. Steht sogar eine Fackel drauf. Ach, das ist bestimmt unter den Kisten von Stefan sein Getreide-Dingens. Nö. Nicht? Nö. Schade. Ich hab mir da so ein Loch gesucht, was der Creeper wahrscheinlich gesprengt hat in den Landschaften. Das baue ich jetzt irgendwie mal aus. Wir haben doch kaum Creeper-Löcher, das kann doch gar nicht sein. Ins Wehe. Höchstens. Ups. So, was wollte ich jetzt noch? Die Frage, die Frage ist, was wollte ich machen? So, unwichtig. Nein, natürlich nicht. Also ich baue hier wie ein Weltmeister. Aber mein Inventar ist voll, ich kann die ganzen Nether-Dinger da gar nicht öffnen. Ja, muss halt immer ein paar Dinger verbauen und dann erst einsammeln, geht das, ne? Ja, ich habe hier zu wenig zum Bauen. Ja, warte mal, ich mach das schon. Baust du nicht den Weg? Ja doch, ich mach das jetzt, Mensch. Labern na, ich dachte, deswegen ja, bist du... Mensch. Das war ja eine Frage. Ja, na, deine Frage immer. Was ist das jetzt hier? Schön. So ist es halt hier, ne? Bei uns. Ja, so ein herzlicher Umgang, der muss ja auch sein. Das gehört dazu bei uns. Das ist quasi inklusive. Ja. Eine Liebe, die nie endet. Das sieht dann irgendwie aus wie im Knast hier, wenn... Aber ich meine, in der Unterwelt, warum sollten wir da jetzt was hier aus Holz bauen oder aus... Das Wischne? Macht keinen Sinn. No. Richtig. Gab's schon klügere Einfälle. Aua. Baut sich halt nicht so leicht dann später, wenn ich dann beschossen werde. Hast du beschossen, Stefan? Na, noch nee. Schade. Ich hätte es dir gegönnt. Schönen Dank. Ich glaube mal, Ping ist gerade nicht so der Beste. Sieht ganz gut aus. Das klang schon wieder wie Ironie. Nein, im Ernst. Ich habe nämlich irgendwie zu euch nicht so die tollste Verbindung. Schade. Wir finden Judge. Einfach keinen Draht zueinander. Das ist irgendwie alles so unharmonisch. Das Portal macht einen Lärm. Oh fuck. Bam. Ist er verreckt? Es war ein Creeper. Ich hoffe, mein Haus ist noch ganz. Beziehungsweise mein Lager, mein Haus bin ich ja gerade am Bauen. Den nie bringen hier, das ist ja furchtbar. Und ich habe im Umkreis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Creeper alleine und dann noch ein paar Skelette. Ist schon schön hier. Wer hat denn hier schon wieder so viele Bäume gepflanzt? Hier sind Haufen Setzlinge.
Wer hat denn hier Bäume gepflanzt? Das trägt doch schon wieder deine Handschrift. Was? Ich hab nichts gemacht. Nee. Wir sind dein Platz. Oder zwei. Also jetzt habe ich. Ach doch, hier habe ich noch Holz. Halt. Oh Gott. Oh Gott. Was hast du denn mit dem am Schaffen? Ich muss manchmal zu dem reden. Ach so. Das muss halt manchmal sein. Solange wie du Gott und nicht Allah sagst, ist alles schön. Immer so für feindlich gegenüber anderen Religionen. Das ist ja furchtbar. Gott sei Dank bin ich Atheist. Oh nein! Diese verfickten scheiß Creeper. Ihr habt hier irgendwie ein Loch im Zaun. Das war nicht mein Zaun, na, das kann bloß ein Stefan Sander sein. Es ist hier bei einem Feld und so, also. Macht er nicht, macht er nicht. Ist ja nur dein. Ich mach Neues. Ich mache Neues. Das Feld an sich ist unbeschädigt, ist halt nur der Zaun. Ach, meine Güte. Ach, meine Güte. Ach, Mensch, jetzt habt ihr mich. Verdammt. Haben sie auf mich abgesehen heute? Ah, weil wir nicht da sind wahrscheinlich. Oh, Spaß. Sonst sind immer wir diejenigen, die hier angedingst werden. Hier. Mensch. Weißt du? Ich sollte vielleicht doch mein Dynamo-Trikot ausziehen. Vielleicht liegt's daran. Oh, jetzt steigen bestimmt leider Aufrufzahlen bei YouTube. Wieder die Schleichwerbung. Oh, verdammt. Ich soll das Trikot des Fußballvereins dort entfernen. Warum machst du Werbung für eine Sportart? Ich habe nie für einen Sport. Und da habe ich doch Scheiße, verdammt. Ach, hier, ich halte am besten die Schnauze. Ist besser so, ja. Das gibt diese her. So. So, ich baue mal noch eine Treppe hier. Bauen wir eine Treppe, bitte. Achso, ich brauche ja mehrere, so vielleicht. Na, nur vielleicht. Es nimmt langsam Gestalt an. Hey. Wenn das nicht ist. Das ist nicht. Oh. Rennt jemand? Oh, süß. Solange wie es nicht Metzger ist, kann mich das in keinster Weise aufheitern. Ach Stefan, ich mag dich auch nicht. Ach verdammt. Ich dich noch viel weniger. Echt? Das klingt positiv. Mindestens. So, Fackeln habe ich natürlich oder keine. Also alles kein Problem, alles kein Problem. Weil ich weiß, dass gleich ein Metzger hier hinten näher kommt und sagt, Mensch! Du hast keine Fackeln, ich helf dir mal aus. Das wäre eigentlich zu erwarten. Weißt du, ich muss ja wieder im Nähterbergwerk schuften und hier macht da oben mein Zeug zur Sau. Ich weiß ganz genau, wenn ich das nächste Mal auch komme, finde ich meine Häuser nicht mehr, weil sie irgendwo im Wald stehen. Ja, nützt ja nichts, ne? Für den Spaß muss sein. Autsch. Stefan, welches Level sind wir denn? Wie schnell, das ist genauso wie wenn mich die Frau an der Tanke fragt, wie alt sind wir denn? Ich weiß, wie alt ich bin,
Aber wie all die ist, welche ne? Du müsstest quasi deine Frage mal präzisieren und sie fragen, welches Level bist du denn, lieber Stefan? Ey, da rennt wieder in einem gelben T-Shirt. Ach, verdammt. Das ist wirklich hier ist mir Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, oder? Oh. Ich habe auch ADS, aber bei mir ist das Alkoholdurstsyndrom. Das ist aber liebevoll gesagt. Es wäre quasi schon nach 4. Aber ich muss ja heute unbedingt noch Auto fahren. Na, du musst gar nichts. Aber es ist einfacher für dich. Wenn ich das mal so sagen darf. Also. Na, das kann ich ja auch machen. Gerendert. Gerendert. I'm so render. Bist du das? Jetzt, ich sehe bloß, dass es hier shift wie Sau. Furchtbar. Und du hast ja wieder keinen Regenschirm gekraftet. Nee, kein Regenschirm. Au. Mahlzeit. Mahlzeit. Das wird quasi mal mein Haus. Ich weiß nicht, ob man es schon sieht. Was man halt so Haus nennt, ne? Cool. Ist das eigentlich schlimm, wenn bei uns am Weg direkt Lava vorbeifließt? Ja. Warum? Na, das macht man nicht. Warum? Nee, ist schon okay. Was muss, das muss, ne? Ich kann das ja jetzt auch schlecht ausmachen hier. Mal gucken, ob ich das auf der Reihe bringe, ohne zu verrecken. Das wäre wünschenswert. Aber es wird wahrscheinlich nicht. Nicht kann der. Regnet das auch noch hier rein, oh Gott. Langsam doch gestalten. Also ich bin ja richtig begeistert von dir. Das ist gar nicht so leicht hier. You surrender? Nee. Stell mich aber auch gerade ein bisschen blöder an. Ja, das ist nichts Neues, Stefan. Das sieht cool aus. Ihr müsstet das jetzt mal sehen, wie das jetzt hier aussieht, weil ich bin nämlich voll am Arsch. Von welcher Seite baust du los? Also von... Von der Seite, wo wir jetzt sind. Hm. Du kannst ja mal herkommen und dir das angucken. Na, ich hab grad selbst zu tun und weiß nicht, wie ich's mach, so richtig. Ich geb dir einen Tipp, mach's anders als ich. Generell, so ist es schon. Was denn? Hast du gepupst? Steppo hit the ground hard. Nee. Noch ne? Scheiße, jetzt läuft ja die Lava rein. Ich glaube, ich habe hier so viel Scheiße gebaut, dass wir den Tunnel abhaken können. Wie kraft man sich denn Scheiße? Das müsste. Da brauchst du den Kackwurst-Mod dazu. Ach so, ich dachte, das reicht schon, wenn ich den nur sehe. Nee, da. Da gehört mehr dazu. Schade. Na gut. Jetzt zu verrecken wäre ziemlich blöd. Vor allem mit den ganzen Koppels. Ja, und so Diamanthacken und so.
Ach du Scheiße. Solltet ihr irgendwann mal in den Genuss kommen, euch das anzugucken, was ich hier so veranstaltet habe?